Für mich ist es so, dass ich viele Leute treffe, dadurch, dass ich im Zentrum der Stadt Tromsø lebe. Und wir haben ziemlich viele, die mit Hurtigruten und anderen Touristen, die zu uns kommen. Und manchmal beobachte ich auch ein bisschen bewusst. Und wenn die Leute in die Kirche gehen, dann gehe ich auch in die Kirche, um mich mit Leuten zu treffen. Ich habe auch jährlich bis 10 Gruppen, die angemeldet sind und zu uns kommen. Und dann erzähle ich also dann über uns, wer wir sind im Nordnorwegen. Und dadurch erlebe ich auch, dass ich dann ein Zeugnis abgeben kann, also über unseren Glauben, über die katholische Kirche und wer wir sind und was wir machen.